Last but not least, einen letzten Vortrag noch. Und zwar bitte ich zu mir auf die Bühne und noch um die letzten Klatscher hier. Sebastian Schipper. Hallo Sebastian. Hallo. Grüße dich. Hi. Du wirst jetzt nochmal hier den verbliebenen Bloggern Chancen in den klassischen Medien darlegen. Und ich bin sehr gespannt. Das versuche ich. Ich habe ja auch schon in diesen Vehikeln wie Fernseh und Print gearbeitet und jetzt im Modernen. Deswegen bin ich ganz gespannt, was du uns hier noch erzählst. Die letzten Aufmerksamkeiten, du musst noch mal richtig einen raushauen, aber ich bin guter Dinge, dass du das hinkriegst und wünsche allen viel Spaß dabei. Ja, vielen Dank für die Einleitung und vielen Dank auch für die Möglichkeit, hier heute zu sprechen nach all diesen Granden der Automotive-Branche. Ich hoffe, Sie haben noch genug Energie für die Zeit, die mir hier zur Verfügung steht. Ich fand bislang eine super Veranstaltung, spannende Themen, tolle Sprecher und ich hoffe, dass ich es nur halb so gut mache wie meine Vorredner. Ja, mein Name ist Sebastian Schipper und ich beschäftige mich aktuell mit dem Aufbau der Ruhr 24, dazu aber später mehr. Vielleicht vorab noch ein paar Sätze zu meiner Person. 1999 habe ich gemeinsam mit einem Co-Founder Redtree gegründet. Das ist mittlerweile jetzt fast 17 Jahre her. Gestartet als quasi Zwei-Mann-Hobby-Internetbude wurde das Ganze dann relativ schnell zu einem Fulltime-Job. Einige Jahre später kam ich auf die Idee, dann doch auch nochmal was Ordentliches zu lernen, habe dann BWL studiert und das mehr oder weniger erfolgreich auch 2007 abgeschlossen. In den letzten 10 Jahren tummel ich mich entweder in Medienhäusern oder Energiewirtschaftsunternehmen und habe dort eigentlich immer mit Digitalthemen, Technologiethemen, Webtechnologien zu tun gehabt. Im Jahr 2013, 2014 sind für mich eigentlich zwei Welten verschmolzen, die für mich bis dahin eigentlich immer zusammengehört haben, als wir dann zwei Medienhäuser im Gesellschafterkreis der Redtree aufnehmen durften und das Unternehmen gemeinsam fortentwickeln konnten. Im letzten Jahr stand für mich persönlich ein Wechsel innerhalb der Unternehmensgruppe an, hin zu Ruhr 24, wo wir heute eben versuchen, die neue digitale Speerspitze unserer Mutterhäuser zu werden. Meine Themen heute, die ich versuche mal ein bisschen zu beleuchten oder meine Fragestellungen sind, wie erfinden sich traditionelle Medienhäuser neu? Dann möchte ich der Frage nachgehen oder aufzeigen, wie wir im Kontext der Ruhr 24 versuchen, das mit Leben zu füllen. Und zu guter Letzt dann darauf eingehen, was sich daraus unter Umständen für Chancen für Blogger ergeben könnten. Die nachfolgenden Folien zeigen ein Ausschnitt der Anpassungen, die in Medienhäusern stattfinden. Ein Anspruch auf Vollständigkeit oder Objektivität bestreite ich an dieser Stelle schon mal ganz ausdrücklich. Thema Diversifikation. Es ist noch gar nicht lange her, da hießen Medienhäuser noch Zeitungsverlage. Seitdem ist meines Erachtens nach eine Art Wettlauf entstanden über die, ich habe es hier mal genannt, Diversifikation des Produkt- und Dienstleistungsangebots. Wenn es vielleicht zuerst die Briefdienste waren, dann waren es danach der Ticketverkauf, die Anzeigenblätter, die Radiobeteiligung. Heute sind es hingegen dann Events, Digital-Startups, Blogs und jedes Haus versucht sich da ein Stück weit neu zu erfinden und breiter aufzustellen. Das Thema Digitalbeteiligung, ein ganz wichtiges. Medienhäuser sondieren heute den Markt, kaufen Digital-Know-how extern ein, investieren in Startups und bauen hoffentlich das Geschäft der Zukunft. Innovative Unternehmenseinheiten habe ich diesen Punkt mal überschrieben. Was nämlich seit einiger Zeit ebenfalls zu beobachten ist, dass Medienhäuser verstärkt eigene Spezialeinheiten ins Leben rufen oder im Hause etablieren. Und die sind häufig losgelöst vom Tagesgeschäft und unabhängig von den meist sehr großen Konzernstrukturen unterwegs. Hier dann häufig mit den Kernaufgaben der digitalen Produktentwicklung oder dem Vorantreiben digitaler Strategien. Der Kooperationsgedanke wird mit neuem Leben gefüllt. Das schreibe ich nicht nur so dahin, sondern das ist tatsächlich vielerorts zu beobachten. Es werden immer mehr und mehr branchenfremde Innovatoren gehört in den Häusern. Das geht sogar bis dahin, dass externe Medienschaffende, nenne ich es mal, direkt an der Produktion oder an der Herstellung von eigenen Medienprodukten beteiligt werden.
Für mich fast der wichtigste Punkt, die Adaptions- und Innovationsgeschwindigkeit. Es rücken immer mehr junge, engagierte Techies nach in den Medienhäusern und die führen natürlich zu neuen Impulsen und die wiederum dann zu einer Erhöhung der, wie ich es hier genannt habe, technischen Adaptions- bzw. Innovationsgeschwindigkeit. Als Beispiele dafür 360 Grad, Virtual Reality, aber auch die Themen Social Media. Wie bespiele ich kanaladäquat ein Instagram oder ein Snapchat oder welchen Kanal auch immer? Facebook Instant Articles, ein Riesenthema in der Branche. Verschenke ich meinen Content an Facebook? Finden die Klicks dann überhaupt noch bei mir statt? Muss das alles auf meiner Plattform stattfinden? Google AMP, Thema Homeless Media, große Themen, die da die Branche umtreiben. Da bewegt sich etwas. Lokaler E-Commerce, ja, auch ein Thema, was spätestens seit letztem Jahr sehr weit oben auf der Agenda steht. Medienhäuser tun sich da mit lokalem Einzelhandel zusammen, bauen Shoppingportale und nutzen da vor allem den Trust und die Reichweite, die lokale oder regionale Medienhäuser in ihren Regionen besitzen, um da den Großen der Branche Konkurrenz machen zu wollen. Und nicht zuletzt natürlich die Vermarktungsformen. Man hat erkannt, das sicherlich schon ein bisschen länger, dass es zukünftig nicht mehr ausreichen wird, allein auf Abo- und Anzeigenerlöse sich zu fokussieren. Das heißt, es werden neue Formen der Monetarisierung von Inhalten oder auch Produkten entwickelt. Das führt teilweise sogar dazu, dass ehemalige Konkurrenten auf einmal auf Vermarktungsebenen kooperieren und Synergien nutzen. Wie gesagt, die Punkte, die ich jetzt hier genannt habe, haben sicherlich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Was jedoch eigentlich die Aussage sein soll, ist, dass sich massiv etwas in der Branche tut. Das ist spürbar. Was versuchen wir also? Wir haben Ruhr24 ins Leben gerufen. Über den Innovationsgrad der Marke lässt sich sicherlich streiten. Was aber viel spannender ist, wie wir versuchen, diesen Gedanken mit Leben zu füllen. Dazu haben wir eine unternehmerische Strategie ausgearbeitet, die besagt vor allem im Kern, dass wir reichweitengetriebene Angebote entwickeln. Und jetzt kommt ein Verlagsbegriff im zeitungsfernen Digitalgeschäft. Was heißt das? Das heißt vor allem, dass wir uns auf all das fokussieren im Digitalgeschäft, was nicht mit den Kernmarken, mit den Kernprodukten zu tun hat. Das heißt also mit der gedruckten oder auch der digitalen Zeitung. Was sicherlich besonders ist, wir entwickeln und bewirtschaften diese Produkte maßgeblich in-house und versuchen dadurch Skills oder auch Know-how aufzubauen, was wir dann wiederum als Dienstleistung oder auch als White-Label-Lösung Dritten wiederum anbieten können. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Kooperieren oder das Beteiligen an Startups, um eben Zugang zur regionalen Digitalszene zu bekommen. Das Thema Investitionen in Digitalfonds ist dann eher ein längerfristiges und strategisches Thema. Ja, was heißt das also konkret? Konkret heißt das, dass wir eine gemeinsame Tochtergesellschaft zweier regionaler Medienhäuser sind und uns als Medien-Startup verstehen. Wir entwickeln digitale Geschäftsmodelle, bauen Produkte, wie ich es gerade schon sagte, und vermarkten diese. Und das alles in einem kleinen, aber feinen Team. Was mir persönlich ganz wichtig ist, dass wir sehr viel experimentieren, sehr viel testen. Und da kriegen wir auch so langsam den Dreh zum eigentlichen Thema. Wir versuchen nämlich, neue Wege zu gehen, auch neue Wege im Lokaljournalismus zu gehen. Es ist ebenfalls ausdrücklich sehr wichtig, dass wir hochoffiziell die Erlaubnis haben zu scheitern. Aber bitte dann immer nach dem Prinzip fail fast und fail cheap. Das heißt also, bei allem, was wir tun, werden nicht riesige Projektgruppen gebildet oder monatelange Projektphasen durchlaufen, sondern wir sind ein kleines, aber feines Team, was vollständig autark auch in Räumlichkeiten außerhalb unserer Mutterhäuser arbeitet eben unseren Dienst verrichtet. Das ist alles erstmal leichter gesagt als getan und ich will mal versuchen, mit einer Folie zu beschreiben, was wir da so genau tun. Wir sind mit Ruhr24 Anfang letzten Jahres, also Anfang 2016, an den Start gegangen und haben seitdem, wie ich finde, schon eine ganze Menge bewegt und aufgebaut. Bei dieser Folie beschränken wir uns einmal auf den linken Bereich, nämlich die aktuellen Projekte.
Aktuell arbeiten bei Ruhr24 12 feste und ein bisschen mehr als 20 freie Mitarbeiter. Projekte, wie wir sie auf der linken Seite sehen, bedienen sich teilweise unterschiedlicher technologischer Basen, wobei WordPress das vorherrschende oder vorherrschende Basis ist. Die Beteiligungen, wie gesagt, auf der rechten Seite sind eher strategischer Natur und heute auch nicht so relevant. Was vielleicht ganz interessant zu nennen ist, wir haben heute schon über alle Produkte und alle Kanäle eine Reichweite von gut 11 Millionen Menschen, die wir pro Monat erreichen. Ich will aber jetzt hier, um das Thema zu einem Abschluss zu bringen, nur ein Produkt mal rausgreifen. Und das ist das Reichweitenportal, Dortmund24 nennen wir es. Dortmund24 ist vergangenen Sommer an den Start gegangen. Das Wachstum, was wir mit dem Produkt realisiert haben, basiert fast ausschließlich auf Online-Maßnahmen, eben aber auch Kooperationen und SEO. Social Media ist aktuell, gefolgt von organischem Suchtraffic, unser stärkster Traffic-Kanal. Monetarisiert soll das Ganze eben über die konsequente Reichweite, die maximiert werden soll. Und dann tummeln wir uns vormerklich in Bereichen wie Content Marketing oder auch Native Advertising. Ein Anknüpfungspunkt zu dem heutigen Thema oder auch zu dem Thema der eigentlichen Präsentation sehen wir im rechten Bereich der Folie. Dort ist, wenn auch nicht besonders gut, Mareike von Podlike zu erkennen. Podlike ist ein Fashion- und Lifestyle-Blog bei uns aus Dortmund. Und wir konnten die Podlike-Damen dafür gewinnen, dass wir auf inhaltlicher Ebene kooperieren. Das heißt also, wir bilden sowohl deren Inhalte auf unserem Portal ab, als sogar Mareike selber dafür gewinnen zu können, direkt auch für uns lokaljournalistisch zu schreiben. Das führt zu sehr, 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 sehr guten Effekten. Das bereichert das restliche Redaktionsteam und das führt vor allem dazu, dass wir Content auf den Kanälen haben, den wir sonst nicht auf dem Produkt haben könnten. Ein Ausbau dieser Aktivitäten, also der Blogger-Kooperation für die Reichweitenportale, ist definitiv geplant und für dieses Jahr sehr, sehr priorisiert auf der Agenda. Welche Chancen ergeben sich also daraus? Ich habe mal versucht zu schauen, wo kommen wir her, wo wollen wir hin und das in einer Folie abzubilden. Ich weiß nicht, ob in den verbleibenden Menschen, die ich noch sehe, Blogger anwesend sind. Eine kenne ich zumindest. Die Frage ist, findet sich jemand von euch in der Aussage am linken Rand wieder? Wir haben gerade bei dem Vortrag von Tom Schwede, glaube ich, auch ähnliche Kommentare gesehen. Ich finde das sehr, sehr spannend. So unsäglich diese Aussage auch ist, sie wurde tatsächlich so getätigt. Bitte? Das sage ich besser nicht. Ich glaube vielmehr und ich hoffe vielmehr, dass wir in ein paar Jahren Aussagen lesen oder hören werden wie am rechten Rand. Blogger können meines Erachtens nach eine Bereicherung für jedes Medienhaus sein. Sie eröffnen neue Denkweisen und sind extrem nah am Leser. Das haben wir heute auch schon des Öfteren gehört. Aber werfen wir vielleicht nochmal einen Blick auf die Situation, wie sie sich aktuell bei Bloggern und Medienhäusern im Vergleich darstellt. Blogger haben aus unserer Sicht ein sehr großes Vertrauen bei ihren Lesern. Das haben wir heute auch schon mehrfach gehört oder in unterschiedlichen Formen gehört. Darüber hinaus haben sie in der Regel eine sehr, sehr gute Zielgruppenbindung. Sie werden empfunden als Experten wie du und ich. Es gibt in der Regel eine sehr, sehr große Identifikation mit der Person, mit dem Blog und den Lesern. Oftmals haben Blogger auch eine sehr ausgeprägte Innovationskraft und aus Sicht der Medienhäuser Zugang zu sehr interessanten Zielgruppen. Warum sehr interessante Zielgruppen? Weil sie vormerklich jünger sind. Blogger haben aber auch oft extrem relevante Inhalte und vor allem ein anderes Mindset. Sie sind also ganz anders sozialisiert als Mitarbeiter von klassischen Medienhäusern. Und jetzt hoffe ich, dass bei der nächsten Folie nicht Tomaten auf die Bühne fliegen. Denn Blogger haben natürlich oft auch wenig Kapital bzw. kaum Zugang zu Kapital. Häufig nur spezielle Kontakte oder Netzwerke. Oft keine Rechtssicherheit oder benötigen Rechtsberatung. Oftmals auch keine ausreichende Infrastruktur für die Projekte, die sie anstreben, wenn wir jetzt mal von den großen Playern, die wir heute auch gehört haben, absehen.
Und häufig natürlich auch, abgesehen von Netzwerken oder Verbünden, in denen sie sich organisieren, wenig Erfahrung in der Vermarktung ihrer Inhalte. Soweit so gut. Schauen wir uns mal an, wie die Medienhäuser dastehen. Medienhäuser haben in der Regel Kapital. Medienhäuser haben über Jahre hinweg gutes Geld verdient und tun das oftmals auch heute noch. Medienhäuser verfügen in der Regel auch über sehr gute Reichweite in ihren Regionen und kommen in den Genuss einer überdurchschnittlichen Markenbekanntheit oder eines überdurchschnittlichen Vertrauens bei ihren Lesern. Die Distributionskanäle sind da und Medienhäuser sind häufig technisch als auch räumlich sehr gut ausgestattet. Sie haben vor allem auch Experten für alle möglichen Bereiche wie Personal, Finanzen oder andere relevante Bereiche. Auch wenn viele Medienhäuser die Zeichen der Zeit nicht zu erkennen scheinen, ist es aber trotzdem so, dass sie über einen umfangreichen Erfahrungsschatz zurückgreifen können. Medienhäuser stehen aber auch vor einer oder vor vielen großen Herausforderungen, nämlich neue Zielgruppen zu erschließen. Vor allem digitale Kanäle zu monetarisieren, neue Produkte schnell an den Start zu bekommen in großen Unternehmensstrukturen, in großen teilweise Konzernstrukturen. Medienhäuser stehen genauso vor der Herausforderung, das Mindset, habe ich gerade schon mal angesprochen, ihrer Mitarbeiter an die technologischen Gegebenheiten anzupassen. Und last but not least stehen sie vor allem auch vor der Herausforderung sinkender Auflagenzahlen. Wozu führt uns das also? Meines Erachtens nach führt uns das dazu, dass die Schnittmenge zwischen Bloggern und Medienhäusern immer größer wird. Es gibt gemeinsame Painpoints, es gibt aber auch viele, viele gemeinsame Chancen. Die einen haben das, was die anderen brauchen und umgekehrt. Was meines Erachtens nach vielerorts fehlt, ist das Aufeinanderzugehen, der gegenseitige Respekt, die Wertschätzung für die Arbeit des anderen. Ja, und nun? Was ich nun eigentlich gern so als Appell raushauen wollen würde, ist an alle Blogger, die sich in den vorhergegangenen Folien vielleicht ein Stück weit wiedererkannt haben, zu appellieren, ja, sich zu trauen, wenn sie Bock auf Kooperation haben, durchaus auch aktiv zu werden und auf lokale oder regionale Medienhäuser zuzugehen. Dass das umgekehrt nicht funktioniert, heißt nicht oder ist nicht unbedingt immer ein Zeichen von mangelnder Wertschätzung, sondern häufig einfach nur der Grund, weil man euch gar nicht auf dem Schirm hat. Gleichermaßen will ich aber auch an Medienhäuser, vor allem an lokale, regionale Medienhäuser appellieren, Neues zuzulassen, in neuen Formen zu denken und sich Neuem aufgeschlossen gegenüber zu zeigen. Nicht alles, was schon immer so war, habe ich mir noch notiert, muss zwangsläufig immer gut sein. Meines Erachtens nach gibt es eine Reihe Chancen für Medienhäuser. Auch das hat sicherlich kein Anspruch auf Vollständigkeit und kann beliebig noch erweitert werden. Aber es geht vor allem um die Rückgewinnung der Aufmerksamkeit vorhandener Zielgruppen und um die Chance, neue Zielgruppen zu gewinnen oder auch das eigene Markenimage aufzupolieren. Wir haben es vorhin auch schon mal gehört, in Blogs jeder Art findet heute Kommunikation statt, nur bislang weitestgehend ohne Teilhabe der entsprechenden Medienhäuser. Es kann aber auch darum gehen, neue Geschäftsmodelle aufzubauen auf Basis neuer Kooperationen. Verlage tun das heute schon, indem sie Nischenprodukte aufbauen, ob es Backmagazine sind, ob es Zeitschriften zum Thema Digitalisierung sind, ob es Fahrradmagazine sind oder was auch immer. Was hält sie also davon ab, in diesen speziellen Themenfeldern mit entsprechenden Themenbloggern zusammenzuarbeiten? Aus meiner Sicht nichts. Es kann aber für Medienhäuser vor allen Dingen auch um die dauerhafte Steigerung der Sichtbarkeit gehen. Durch eine steigende Vernetzung, vor allem Sichtbarkeit außerhalb der vielbeschworenen Paywalls und die dann wiederum zu größeren Chancen in der Conversion durch Verweise auf Bezahlinhalte resultieren können. Die Entwicklung schreitet so oder so voran. Die Frage ist also für mich, wollen die Medienhäuser daran teilhaben und wollen sie vielleicht sogar mitgestalten oder eben nicht? Für die andere Seite der Medaille ergeben sich für mich auch eine Reihe von Chancen. Beispielsweise können Blogger vom Markenumfeld, vom Trust, von der Reichweite der Medienhäuser gerade in Bezug auf den Markenaufbau profitieren. Ein ganz zentraler Punkt, viele, viele Blogger haben in ihren Themenfeldern viel, viel mehr Know-how als jeder Zeitungsredakteur oder als jeder Verlagsredakteur. Damit stellen sie erstmal einen ganz zentralen Wettbewerbsvorteil für ein Medienhaus dar.
Es ergeben sich durchaus auch neue Erlösfelder durch die Vermarktung der eigenen Inhalte. Wir haben es vorhin auch schon mal gehört, durch das Etablieren von eigenen Produkten, durch das Vermarkten der eigenen Inhalte oder eben durch konkrete Kooperationen in Digitalprodukten. Es geht aber vor allem auch um den Ausbau und die Positionierung der eigenen Marke und unter Umständen auch um die Professionalisierung der eigenen Workflows. Verlage suchen händeringend nach guten Ideen und frischen Köpfen. Das ist definitiv so. Meines Erachtens nach kann eine Kooperation auf Augenhöhe definitiv gelingen. Es gilt also, Ressentiments abzubauen. Auch Blogger können, das haben wir heute auch schon mal gehört, journalistisch auf einem sehr, sehr hohen Niveau und qualitativ hohen Niveau arbeiten. Es gilt vor allem auch, aufeinander zuzugehen. Medienhäuser sind nicht immer spießig und altbacken. Und Blogger sind keineswegs nur Nerds, wie wir es vorhin gelesen haben, die ihren Stuhlgang dokumentieren. Und es gilt vor allem, das ist mir persönlich auch sehr wichtig, darum zu experimentieren. Nicht alles muss im Vorfeld bis ins kleinste Detail geplant und vorbereitet sein. Wenn wir Ideen nicht mal einfach testen und versuchen, sie in die Tat umzusetzen, werden wir wahrscheinlich nicht so schnell rausfinden, ob sie funktionieren, sondern unterm Strich der Zeit immer hinterherlaufen. Ich habe vorhin auf einem Panel eigentlich ein ganz interessantes Zitat gehört von Marvin Göldner, der sinngemäß gesagt hat, wir haben vor allem eines gemeinsam, nämlich dass wir Content erstellen, wie jedes andere Medienhaus auch. Und das will ich eigentlich, oder das habe ich mir jetzt gerne mal als Schlusspunkt übernommen und ja, bin ganz schön durchgerannt, wie ich sehe, aber vielleicht habe ich dann den Zeitplan noch mal ein bisschen was rausgehauen. In diesem Sinne, vielen Dank. Wenn Komm, Fragen sind, hier hoch. Der verbliebene Applaus bitte einmal. Danke, Sebastian. Gerne. Sehr spannende Einsichten hier als letzter Redner auf dieser Bühne. Ich würde trotzdem noch einmal ganz kurz deinen Sprint hier nutzen, dass wir noch zwei, drei Fragen klären. Gerne. Also, wo kommt denn das Zitat her, was da so über die Blogger so geschrieben hat, als es ist ja nicht so nett gewesen. Wo kommt denn das her? Nee, muss ja keinen Namen nennen, aber so aus welcher Ecke? Es kommt aus der Ecke des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Tatsache. Und ich kann tatsächlich keinen Namen nennen, weil ich ihn okay. wirklich nicht im Kopf habe. Ich habe es in der Vorbereitung des heutigen Vortrags gefunden. Es ist glücklicherweise schon einige Jahre her, dass das so gefallen ist, okay. aber es ist tatsächlich von einer Redakteurin im öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Da hat sich ja auch gefallen. Viel getan, wie wir heute gehört haben. Ja. Funk ist ein paar Mal gefallen. Ja. Ob es jetzt die Lösung ist, wissen wir noch nicht. Dafür müssen wir noch ein bisschen warten. Ja. Aber ich finde, du hast viele andere tolle Vorschläge gemacht, konstruktiv und damit für mich ein super Abschluss für den heutigen Tag hier auf der Bühne. Wo kann man zusammenarbeiten und ja. nicht gegeneinander arbeiten? Weil ich glaube, das sind die Leute, die die Lösungen in Zukunft finden, die das schaffen, eine Brücke genau. zu bauen genau. und nicht zu sagen, ja, ihr seid doch die, die nur auf dem Klo sich filmen und genauso, ja. ihr seid das große Medienhaus, mit dem ich nicht will. Wie ja. auch immer. Ja. Toller Abschluss für mich. Vielen Dank, Sebastian. Gerne. Für alle, die jetzt noch hier verblieben sind, wir gehen jetzt rüber gesammelt zur Ginkgo Stage und dann hören wir nochmal, was auf den anderen Bühnen passiert ist. Ich muss dann hier sozusagen ein kleines Protokoll von der Bühne hier abgeben. In dem Sinne, vielen Dank. Gerne. Vielen Dank an die, die hier noch zuschauen. Einen letzten kräftigen Applaus für Sebastian und wir sehen uns gleich nochmal in der Ginkgo Stage. Dankeschön. Gerne.